Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, der Blick auf die Tagesordnung heute zeigt, diese Landtagssitzung, die letzte der Legislaturperiode, ist schon in vielen Punkten von der bevorstehenden Wahl geprägt, von dem Wunsch, sich zu profilieren, sich gegeneinander abzugrenzen. Umso schöner, umso wichtiger ist es, dass wir mit diesem Nachtragshaushalt ein so bedeutendes Projekt wie den weiteren Breitbandausbau bei uns in Mecklenburg-Vorpommern heute bei aller Kritik letztlich gemeinsam auf den Weg bringen. Ich finde, das ist ein gutes Signal der Handlungsfähigkeit, der Geschlossenheit in einer der zentralen Fragen für die Zukunft unseres Landes. Und wenn die Opposition streitet, wer uns eher aufgefordert hat, dann ist das eigentlich auch eine schöne Art der Unterstützung. Vielen Dank dafür. Meine Damen und Herren, schnelles Internet, das ist die modernste Form der Infrastruktur, gleichermaßen wichtig für die Bürgerinnen und Bürger wie für die Wirtschaft des Landes. Und wir haben deshalb sehr begrüßt, dass die Bundesregierung zum Jahreswechsel ein milliardenschweres Förderprogramm für den Breitbandausbau auf den Weg gebracht hat. Und liebe Herr Holter, Sie haben gerade gesagt, Sie wollen, dass wir flächendeckend hier im Land vorgehen. Das ist natürlich auch eine Frage des Geldes. Deshalb freue ich mich sehr, dass der Bund eine weitere Milliarde drauflegt. Ich glaube, das ist ein wirklich gutes Signal. Dieses Programm, jetzt auch noch aufgestockt, ist für uns in Mecklenburg-Vorpommern aus zwei Gründen besonders wichtig. Wir sind ein ländlich geprägtes Land. In den großen Ballungszentren investieren die Anbieter von sich aus kräftig in die Infrastruktur, um da ihre Marktposition zu verbessern. Und das geschieht natürlich in ländlichen Regionen nur selten oder gar nicht. Deshalb brauchen wir einfach ergänzend staatliche Maßnahmen, damit wir auch bei uns in den ländlichen Räumen ein entsprechendes Angebot haben. Und zweitens können wir mit Hilfe des Bundesprogramms sehr viel mehr Orte mit schnellem Internet ausstatten, als das mit einem reinen Landesprogramm möglich wäre, bei dem Land und Kommunen die Kosten alleine tragen müssen. Jetzt übernimmt der Bund 70%, bis zu 70%. Für Land und Kommunen verbleiben 20% bzw. 10%. Das ist eine wirklich große Chance, um mit dem Breitbandausbau bei uns in Mecklenburg-Vorpommern in kurzer Zeit sehr weit voranzukommen. Als Landesregierung haben wir vor allem von Anfang an gesagt, das ist unsere große Chance, umfassend. Wir wollen schneller sein als andere. Wir wollen das nutzen. Wir wollen die Schnellsten sein. Wir wollen möglichst viele der Bundesmittel in unser Land holen. Und dieses Kalkül ist aufgegangen. Jedenfalls haben wir es geschafft, schon in der ersten Runde 24 Projekte aus ganz MV anzumelden. Das war ein Drittel aller eingegangenen Anträge im Bund, also weit mehr als jedes andere Bundesland. Und wir sind mit allen 24 Projekten erfolgreich gewesen. Damit holen wir etwa 250 Millionen Euro des Bundes zu uns ins Land. Rund die Hälfte der Mittel, die der Bund überhaupt jetzt im ersten Call vergeben hat. Das ist ein großer Erfolg. 211 Gemeinden profitieren. Die Versorgung des ländlichen Raumes steigert sich von knapp 15%, was nun wirklich wenig war, auf knapp 42%. Und das war erst die erste Runde. Mittlerweile läuft bereits die zweite Runde des Programms. Auch dafür hat Mecklenburg-Vorpommern wieder Anträge aus allen Teilen des Landes eingereicht. Diesmal 67 Regionen mit sehr vielen, mehreren hundert von Kommunen. Sicherlich nicht damit zu rechnen, dass jetzt alle Anträge bewilligt werden, aber wir sind zuversichtlich, dass wir auch in dieser zweiten Runde mit einer großen Zahl dabei sein werden. Und umso dringlicher stellt sich dann die Frage der Kofinanzierung. Und als wir den Doppelhaushalt 2016-2017 beschlossen haben, waren jedenfalls die Details des Bundesprogramms nicht bekannt. Inzwischen wissen wir, dass wir mit den Mitteln, die wir damals für den Breitbandausbau eingestellt haben, schon den unerwartet großen Erfolg der ersten Runde nicht kofinanzieren können, geschweige denn die Summen, die im weiteren Verlauf nötig werden. Allerdings können wir nach wie vor zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen, wie viel Landesgeld wir am Ende insgesamt benötigen werden, nach der zweiten, gegebenenfalls dritte, vierte, fünfte Runde. Das ist abhängig davon, wie viele Projekte wir durchbringen. Ich hoffe sehr, dass wir alles durchbringen, dass wir das ganze Land auf diese Weise anschließen können. Und es hängt auch davon ab, wie viel die einzelnen Projekte dann nach einer Ausschreibung tatsächlich kosten. Wir rechnen damit, dass die Kosten darunter gehen werden. Und deshalb ermächtigen wir mit diesem Nachtragshaushalt den Energieminister, auf die Rücklage zurückzugreifen, um die notwendigen Landesmittel für die Kofinanzierung zur Verfügung zu stellen. Damit lösen wir unsere Zusage ein. Kein Projekt wird an der fehlenden Kofinanzierung des Landes scheitern.
Und gleichzeitig, meine Damen und Herren, schaffen wir außerdem heute die Voraussetzungen dafür, dass wir als Land auch den Kommunen helfen, ihren Finanzierungsanteil zu erbringen. Das Land wird diesen Anteil vorfinanzieren und die Mittel fließen dann durch Entnahmen aus dem Kommunalen Ausbaufonds ab 2018 wieder zurück. Herr Holter, Sie haben eben gesagt, schöner wäre, wenn wir vollständig übernehmen würden. Kann man darüber nachdenken. Allerdings, dieses Verfahren hat ganz wichtige Vorteile, hat ganz erhebliche Vorteile bei der Umsetzung. Wir stellen damit sicher, auf der einen Seite, dass kein Projekt an der fehlenden Kofinanzierung durch eine der vielen 100 Gemeinden scheitern könnte. Und diese Finanzierung ermöglicht es uns, dass das Bundesprogramm im Interesse der Menschen im Land maximal ausgeschöpft wird. Das ist eine wirklich gute Lösung. Diese generelle Lösung statt individueller Berechnung, statt individueller Verhandlung mit jeder einzelnen Kommune, die ist überhaupt erst die Voraussetzung dafür, dass wir bei unseren Anträgen so schnell sein konnten, dass wir anderen zuvor sein konnten. Deshalb müssen wir diesen Weg gehen und ich finde das einen tollen Vorschlag, den die Finanzministerin und der Innenminister gemeinsam da gemacht haben. Ich bin davon überzeugt, wir konnten und wir können das Bundesprogramm vor allem deshalb so gut für uns in Mecklenburg-Vorpommern nutzen. Wir können den Breitbandausbau jetzt im Land vor allem deshalb so kraftvoll vorantreiben, weil wir so schnell waren. Und das war nur möglich, weil wir in großer Gemeinsamkeit vorgegangen sind. In großer Gemeinsamkeit der Regierungspartner SPD und CDU, die sich von Anfang an beide dafür eingesetzt haben. Und mein ganz besonderer Dank gilt natürlich dem Energieminister und auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seines Hauses, die sich sehr engagiert haben und die Anträge eben besonders rasch bearbeitet haben. Vielen Dank an das Haus, vielen Dank Christian Pegel. Ebenso natürlich ein großes Dankeschön an den Innenminister, die Finanzministerin, die Vorsitzende der Regierungsfraktionen, die mit ihrem Einsatz ganz entscheidend dazu beigetragen haben, dass der komplexe, sehr komplexe Gesamtprozess mit allen Beteiligten auf den verschiedensten Ebenen von Politik und Verwaltung mit schwierigen Einzelfragen, dass das jetzt so reibungslos funktioniert. Und ganz ausdrücklich sage ich auch vielen Dank an Sie, meine Damen und Herren Abgeordnete von der demokratischen Opposition, besonders an die Fraktion der Linken, dafür, dass Sie bereit waren, bei aller Kritik, die Sie eben auch geäußert haben, die notwendigen Schritte auch in einem besonderen Verfahren gemeinsam mit uns zu sehen. Großes Dankeschön dafür. Ja. Und meine Damen und Herren, nicht zuletzt ist dieses Vorgehen beim Breitbandausbau auch ein gutes Zeichen für die Zusammenarbeit von Land und Kommunen. Die Kommunen haben als Antragsteller sehr schnell konkrete Projekte vorgelegt und die Verantwortlichen in den Kommunen und in den kommunalen Spitzenverbänden haben in sehr enger Zusammenarbeit alle notwendigen Schritte sehr konstruktiv mit der Landesregierung abgestimmt. Das gilt ganz besonders hinsichtlich der Kofinanzierungshilfe des Landes für den Anteil der Kommunen. Ich möchte allen, die sich auf kommunaler Seite so engagiert haben, ganz besonders den Spitzen der Kreise und kreisfreien Städte, auch Ihnen ein sehr herzliches Dankeschön sagen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, in der letzten Sitzung dieser Legislatur lassen Sie mich sagen, mit dem, was wir beim Breitbandausbau gemeinsam geschafft haben, setzen wir auch ein wichtiges Signal. Senden wir das wichtige Signal, dass wir auch in Vorwahlzeiten konstruktiv zusammenarbeiten können, wo es nötig ist. Setzen wir das wichtige Signal, dass die politisch Verantwortlichen bei uns in Mecklenburg-Vorpommern bei den wirklich wichtigen Weichenstellungen für die Zukunft des Landes gemeinsam an einem Strang ziehen. Dafür noch einmal herzlichen Dank Ihnen allen. Ich bitte um konstruktive Beratung und um Zustimmung. Dankeschön.